Hallo und herzlich willkommen zu diesem neueren Podcast. Das letzte Podcast-Video ist nun schon wieder etwa einen Tag her. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich für dieses Podcast-Video, also das letzte, etwa 5 Minuten eingeplant hatte. Es sind dann aber 25 Minuten aus zwei Teilen geworden, da man dieses Video einfach nicht komplett hochladen konnte. Ich war gerade ein bisschen perplex, weil hier mein Bildschirm ausgegangen war. Gut, ich hatte in den letzten im letzten Podcast zwischendurch viele Pausen gehabt. Das wird man vielleicht hier und da bemerkt haben. Diesmal versuche ich es mit weniger Pausen und natürlich auch weniger Gesprächsstoff. Warum sollten wir Menschen glauben? Nun ja, wir Menschen glauben ja an viel. Ob wir jetzt daran glauben, dass es gutes Wetter gibt oder dass uns bestimmte Sachen gelingen. Das ist schön und gut, aber der Glaube ist etwas, was so unendlich vielen Menschen Halt gibt, Kraft gibt, was Menschen hilft. Wir lesen also Epheser 3, Vers 16 bis 17, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet. Oder Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. 2. Korinther 5, Vers 7. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Oder Jakobus 1, Vers 6. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und aufgepeitscht wird. Hebräer 11, Vers 6. Aber ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Johannes 11, Vers 40. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Oder Jakobus 1, Vers 3. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Natürlich bleibt es vielen Menschen freigestellt, daran zu glauben und überhaupt zu glauben, was sie möchten. Jedoch ermutige ich immer mal wieder Menschen, sei es jetzt über die sozialen Medien, sei es jetzt über meine Fotografie-Seite, dazu, sich den Dingen anzunehmen und mal darüber nachzudenken. Natürlich, nicht immer stößt man mit solchen Themen auf offene Ohren. Aber seien wir doch mal ehrlich. Wie sollte man diese Menschheit erklären? Wie sollte man die Welt erklären? Wie sollte man das alles erklären? Gut, es mag sein, dass einige dafür eine Erklärung haben, die jetzt auch Darwin und so weiter hatten. Klar, es mag sein, dass viele, viele Gene von vielen verschiedenen Tieren sich ähneln, so auch dem Menschen zum Affen. Aber das hat nicht viel zu bedeuten. Denn wenn wir schauen, Äpfel gibt es ja auch in verschiedenen Sorten und es ist auch immer eine relativ ähnliche DNA.
Orangen, Zitronen. Zwei grundverschiedene Früchte. Dennoch sind sie sich auch irgendwie ähnlich. Im Faseraufbau. Aber nicht im Geschmack. Während die Zitrone sauer ist, so wie einige, die nicht so gläubig sind, ist die Orange schön prall, rund, süß und saftig. Ist die Zitrone deshalb schlechter als die Orange? Vom Prinzip her nicht, nein. Ist ein schlechter Mensch schlechter als ein guter Mensch? Ein Mensch ist erstmal ein Mensch, ob er jetzt gute oder schlechte Taten begeht. Aber natürlich, schlechte Taten sind nicht fein. Gute Taten hingegen sind besser. Besser für ihn, besser für die Menschen um ihn herum. Einfach besser für jeden. Und warum sollten wir Menschen, die nicht gut zu uns waren, nicht auch lieben? Es sind und bleiben Menschen, sie sind vielleicht beeinflussbar, sie wurden beeinflusst von äußeren Mächten. Sie haben einen falschen Weg genommen, denn sie sind freien Willens. Doch sie können jederzeit mit unserer Hilfe oder der Hilfe von Gott auf den rechten Weg der Tugend zurückkehren. Ist das nicht erstaunlich? Gott verstößt uns nie. Wir müssen uns ihm nur anvertrauen. Wir müssen ihn suchen im Herzen. Und der Glaube, der bedeutet manchmal eben auch standfest zu sein. Doch wir alle können zusammenhalten und von diesem Glauben profitieren. Also lasst uns unsere Sünden bekennen. Lasst uns für die beten, die den falschen Weg eingeschlagen haben. Und wenn wir sündigen, lasset uns umkehren. Lasset uns jedem Menschen etwas Gutes tun. Und Gutes tun kostet nicht immer irgendetwas. Gutes tun, manchmal reicht einfach ein Kompliment, ein nettes Wort. Wir müssen nicht nur den Glauben glauben, sondern auch den Glauben leben. Denn irgendwann erwartet uns dann ewigliches Leben ohne Leid, Trauer, Verletzung, Stress, Streit, Probleme, Sorgen, Ängste, Verluste und so weiter. Also, lasst uns für jeden Menschen, der uns an diesem Tag begegnet, etwas Gutes tun. Und glaubt, gute Taten bewirken gute Wunder. Lasset uns mit Menschen ins Gespräch kommen und hört den Menschen zu. Natürlich können wir ihnen nicht alle Probleme nehmen, aber manchmal ist ein offenes Ohr besser als wie kein offenes Ohr. Und hiermit grüße ich nochmal das Zentral in Marburg am Richtsberg. Und wünsche mit diesem Podcast der Cindy alles Gute zum Geburtstag. Viele Grüße.